Man kann es wohl nicht anders sagen. Peking und die Führung eben dort hat einen Crash ausgelöst bei den Aktien in Hongkong, die ja in der letzten Woche offen hatten, im Gegensatz zu den Aktienmärkten in Festlandschina, indem man eine Pressekonferenz angekündigt hat und die Investoren sich gesagt haben, hurra, da kommt jetzt die nächste Bazooka, der nächste Stimulus aus China, und dann war das ein belangloses Gequatsche, das nicht wirklich irgendjemand interessiert hat, und die Folge ist das komplette in sich zusammenbrechen einer extremen Euphorie. Wir hatten ja eine unfassbar starke Rallye in den letzten Tagen und Wochen, und jetzt ist eben die Frage, wie geht es weiter? Kann diese Rallye wieder Fahrt aufnehmen? Meine Antwort ist nur dann, wenn wirklich neue Stimulusmaßnahmen kommen, sonst droht hier ziemlicher Ungemach. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. In einer Situation, wo die Amerikaner mit sich hadern, ist das jetzt gut, dass wir bessere Wirtschaftsdaten haben, oder ist es schlecht, weil die Zinsen dann nicht so stark sinken. Jetzt aber erstmal im Fokus eben das China-Thema, und wir sehen Hang Seng, als ich zuletzt geguckt habe, über 8% im Minus. Goldman Sachs gestern ja extrem bullisch geworden. Weitere 20% Potenzial hat man hier gesehen. Aber das war schon ziemlich heftig, was da heute passiert ist. Die anderen Indizes, Shenzhen und so weiter, Shanghai Composite, die haben nachgeholt, was der Hang Seng an Rallye in der Vorwoche hat absolvieren können. Aber jetzt ist erstmal Ende Gelände. Die anfängliche Euphorie ist auch bei diesen festlandschinesischen Aktienmärkten abgeebbt. Und hier sehen wir eben diese NDRC-Pressekonferenz. Da sitzen schon so Bürokraten, die irgendwie jetzt versuchen, hier schöne heile Welt zu spielen und die Märkte durchschauen, dass man ahnt, dass dieser Stimulus irgendwie nicht dazu führt, dass die Wirtschaft wirklich nach oben geht, sondern es ist der Versuch, irgendwo die Stimmung zu drehen, dass erstmal die Aktienmärkte steigen, die Leute auf dem Papier reicher sind, dann vielleicht auch mehr konsumieren. Das scheint irgendwie die Absicht zu sein, aber nicht wirklich irgendwas Relevantes bei dieser anberaumten Pressekonferenz. Und so sehen wir, dass der Hang Seng die Hälfte all dessen ausbazookert hat, was er sozusagen einbazookert hat. Also massiver Anstieg, jetzt dieser ziemliche Crash, auch pünktlich gestern ja Jim Cramer, you have to come to China, you have to come in China stocks right now. Also Goldman Sachs und Jim Cramer sind sich da ganz, ganz nahe. Also das ist schon irgendwie auffällig, das schlechte Timing. Gestern ja hat Goldman Sachs erstmals chinesische Aktien übergewichtet. Davor hat man das so ein bisschen verpennt, hat nicht reagiert. Und Sven Henrik hat hier treffend bemerkt, naja, jetzt wo wir praktisch so extrem krass überkauft sind im RSI, also relative Stärkeindex, da kommt der Goldman Sachs auf die Idee, die Aktien in China nochmal aufzustufen. Und das ist eben hier etwas, was ein Kommentator bei Finanzmarktwelt geschrieben hat, von dem ich denke, ja, da ist etwas dran. In China ist die Zeit von Investitionen in gute Entwicklungen vorbei. Da ist so viel Geld verbrannt worden, um den Tsunami der erwartbaren Abschwächungen zu kaschieren. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einer Wirtschaft zu tun, deren Bevölkerung deutlich schrumpfen wird. Auf der einen Seite, deren Immobilienblase faktisch geplatzt ist, als immer mehr Wohnungen gebaut wurden für faktisch absehbar immer weniger Menschen, die Preise aber dennoch massiv gestiegen sind. Dann sind die Preise gefallen, das macht die Chinesen ärmer. Und jetzt versucht man, diese fehlende Nachfrage irgendwie wieder rauszuzaubern. Und dieser Kommentator weist auch darauf hin, naja, diese Hilfspakete, die sind ja in Relation zur Gesamtbevölkerung relativ klein. Da muss schon eigentlich etwas anderes passieren. Aber wie gesagt, der Zweck war auch, irgendwie die Stimmung zu drehen in China. Und hier sehen wir mal bei einem chinesischen Broker ein Investor Education Seminar. Da sitzen viele ältere Herrschaften drin. Die wollen alle nochmal ihr Glück versuchen und wollen alle furchtbar reich werden. Und wenn alle reich werden wollen, das ist wie in der KI, Blase, dann werden vielleicht einige reich, die die Schaufeln verkaufen, aber nicht diejenigen, die sozusagen das Gold suchen. So wird es in China auch sein. Aber hier sehen wir, man versucht es trotzdem, Turnover, also praktisch die Umsätze an chinesischen Märkten, ob in Shanghai, ob in Shenzhen oder in Peking,
Die haben mehr als 3 Billionen Yuan betragen. Das erste Mal in der Geschichte. Wir sehen also, dass jetzt hier extrem viel los ist. Dementsprechend tut das auch relativ vielen viel weh, was hier passiert ist. Gerade solche Aktien wie Alibaba, BYD sind unter Druck. NIO ist gefallen, Tencent, alles was Rang und Namen hat, natürlich im Tech-Bereich, aber vor allem eben auch diese Immobilienwerte, die zuletzt ja massiv gestiegen waren, in der Hoffnung auf, wow, jetzt kriegen wir vielleicht den Dreh doch wieder im Immobilienmarkt. Aber jetzt sehen wir Caixa Group 30% im Minus, Agile Group ebenso, wir sehen China Vanke 27%, wie sie alle heißen, also alles, was da in diesem Sektor sich tummelt, das kriegt richtig auf die Mütze, verliert fast ein Drittel seines Werts. Und auch wenn ein Index 8% verliert, kann man, glaube ich, schon von einem Crash sprechen. Ich weiß, jetzt kommt ja, was für ein Crash, ist doch vorher gestiegen. Ja, natürlich ist es vorher deutlich gestiegen, aber ein solcher Rückgang ist dennoch doch schon etwas Außergewöhnliches und als Crash zu bezeichnen. Hier sehen wir, dass Rohstoffe auch jetzt betroffen sind. Da hängt eben vieles mit dran an China. Da hängen die Rohstoffe dran. Wir sehen Eisenerz ist deutlich gefallen, 4-5%. Wir sehen Kupfer kommt unter Druck und hier eine Investmentbank, die sagt, ja, also das Fenster wird immer kleiner für Zugewinne, denn jetzt muss dann langsam auch mal wirklich in der Wirtschaft Positives passieren, damit diese Bewertungen, die inzwischen durch diese vorherige Rallye gestiegen waren, auch wirklich gerechtfertigt sind. Und es hängen nicht nur Rohstoffe dran, sondern eben auch die Wiesen. Wir haben gesehen, dass die People's Bank of China, die ja auch ein paar Tage Urlaub gemacht hat in der goldenen Woche, den Yuan sehr stark abgewertet hat, damit reagiert hat auf die Dollarstärke und diese Abwertung des Yuan hat dann wiederum den australischen Dollar mit nach unten gezogen. Also Sie sehen, alles hängt mit allem zusammen, oder? Also erstaunlich hier dieses Fixing, Booms hat es gemacht und insgesamt so ein Goldman Sachs Trader muss China wohl Quantitative Easing betreiben, also Anleihen kaufen, um nicht in ein großes Loch zu fallen. Das Problem ist, die Anleiherenditen in China sind schon so niedrig wie noch nie. Das heißt, wenn du jetzt noch als Staatanleihen kaufst, dann hast du null Anleihen, hast du praktisch überhaupt keine Zinsen mehr für Fixed-Income-Produkte. Andrew sagt hier, also man verschiebt mit QI nur das Unvermeidbare. Das ist ja das, was die westliche Welt auch macht. Im Grunde über die Verhältnisse leben und angesichts der Tatsache, dass die Schulden eben viel schneller steigen als die Wirtschaft, letztendlich die Eintreibung von Schulden in die immer fernere Zukunft zu verschieben und weiterzudrehen, das Rad weiterzudrehen, weiterzudrehen, irgendwann fällt einem das Rad dann oder fliegt einem das Rad dann mal um die Ohren. Vielleicht auch in den USA, wir hatten gestern Schwäche in der Wall Street, the Dow closes lower by nearly 400 points, heißt es hier in einer Headline, und wir sind der einzige Sektor, der gestern gestiegen ist, war Energy, alles andere negativ, auch Utilities vor allem, also diejenigen, die zuvor so stark waren, die von dieser Zinssenkungsfantasie profitierten, Utilities, Versorger, Consumer Discretionary schwach. Energie aber steigt und hier rechts oben sehen Sie, dass wenn Energie steigt, das meistens keine gute Phase für den S&P 500 ist. Man hat Stagflationssorgen oder Reflationssorgen, also dass die Inflation wieder zurückkehrt, dazu gleich mehr. Wir haben hier bis auf Nvidia, das irgendwie die ganze Geschichte noch weit oben gehalten hat, sehr viel Rote, gerade bei den großen Tech-Werten, ob es Microsoft ist, ob es Apple ist, ob es Google ist, Amazon, die gestern abgestuft wurden, ebenso wie Apple abgestuft. Und Google hat dann noch ein eigenes Problem, aber der Grund letztendlich für die Schwäche des Marktes sind eben die sinkenden oder die Erwartungen sinken, dass die Zinsen wirklich schnell fallen werden. Das war ja längst eingepreist. Hier sehen wir mal die Rate Cut Expectations, sogar jetzt weniger als 2 Zinssenkungen für den Rest des Jahres. Also nicht mal 2x25 Basispunkte. Bis vor kurzem schien es ja sogar wahrscheinlich, dass die Fed am 7. November 50 Basispunkte senken wird. Das ist sozusagen der Grund, warum die Märkte sich schwer tun. Und gleichzeitig sehen wir, dass Geld wieder teurer wird. Also die Renditen steigern, die 10-Jährige über 4%. Und das passt dann wiederum nicht zusammen mit diesem No-Landing-Szenario. Also mit der Hoffnung, dass die Wirtschaft komplett unbeeinflusst bleibt. Aber wenn die Geld teurer wird, dann ist das
eben auch bei gleichzeitig steigendem Ölpreis ein echtes Problem. Und hier sehen wir mal, wie schnell das dann auch am Immobilienmarkt etwa ankommt. Wir sehen die Mortgage Rates, also praktisch die Hypothekenzinsen für verschiedene Laufzeiten, alle sehr, sehr deutlich gestiegen. Mit dem Anstieg eben der Renditen, diese Mortgage Rates orientieren sich mehr oder weniger an der 10-jährigen Anleiherendite, die wie gesagt ja gestern über 4% gestiegen ist. Nochmal zurück zu den Aktienmärkten. Google, die werden jetzt ihren App Store öffnen müssen und hier Competition zulassen müssen, also Konkurrenz zulassen müssen. Der Richter hatte ja gesagt, you're going to end up paying something to make the world right after have been found to be a monopolist. Also wir haben festgestellt, du bist ein Monopolist und du wirst dafür bezahlen müssen, hatte dieser Richter den Anwälten von Google gesagt. Das hat Google gestern unter Druck gebracht, die Magnificent Seven unter Druck gebracht, denn man könnte ja auf die Überlegung kommt, das gleiche könnte jetzt Apple auch drohen, die ja sich auch verhalten wie ein Monopolist, wie so viele andere große Tech-Unternehmen das eben auch tun. Und so sehen wir, Microsoft etwa ist jetzt doch etwas nachhaltiger unter seine 200-Tages-Durchschnitte gefallen, also jener mit der Treiber auch der Rallye, diese ewige Hosse bei Microsoft scheint jetzt zumindest mal gefährdet zu sein und in den nächsten Tagen und Wochen müssen CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter, doch nochmal deutlich verkaufen, um die Dinge hier glatt zu ziehen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Blackout Period dafür sorgt, dass wir praktisch keine Aktienrückkäufe jetzt mehr haben oder so gut wie gar keine mehr. Das wird also auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, Nvidia darf noch. Oder darf wieder, weil die ja sehr spät ihre Zahlen melden. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass der VIX deutlich gestiegen ist. Wir sind nicht mal 1,3% vom Allzeithoch entfernt beim S&P 500, aber der VIX fast bei 23, gestern Schlusskurs 22,64, ein Anstieg von gut 17%. Und das Interessante ist, der VIX bemisst ja letztendlich das, was Optionen für einzelne Aktien in die nächsten 30 Tagen bepreisen. Das heißt, wir erfassen jetzt schon die Wahl und die unmittelbare Auswirkung auf die Wahl und das sorgt offenkundig für eine latent steigende Nervosität, für ein Absicherungsbedürfnis, was passiert mit der Wahl, vor der Wahl etc. etc. Und was passiert mit den Konsumenten? Auch eine wichtige Frage. Credit Card Debt suddenly plunges, heißt es hier. Wir haben ja einen sogenannten Revolving Credit Bereich und Non-Revolving Credit. Non-Revolving Credit ist vor allem Kreditkarten und wir sehen, Kreditkartenschulden sind sogar leicht gefallen. Erstaunlicherweise das erste Mal seit langer Zeit, im Grunde mit der größte Rückgang seit die Corona. Und eine der Probleme, die die Konsumenten in den USA haben, die Fed hat ja die Zinsen um 0,5% gesenkt. Und siehe da, es passiert extrem Überraschendes. Die Guthabenzinsen sind um 0,5% gefallen. Aber wer bei seiner Kreditkarte in den Miesen ist, der zahlt nach wie vor seine 22%. Da ist nichts nach unten gegangen. Das ist so typisch, wie die Banken sich das Beste hier rauspicken. Und das trifft eben dann Konsumenten, die ohnehin massiv verschuldet sind, auch mit ihrer Kreditkarte. Und dann braucht es schon das Bureau of Labor Statistics, also die Herrschaften, die mit bestimmten Tricks offenkundig versuchen, die Dinge statistisch in ihre gewünschte Richtung zu drehen. Da hat man ja die Personal Savings Rate, also die Sparquote der Amerikaner, mal von 2,9 auf 4,8% revidiert. Nicht wahr? Also Wunder passieren, die sind so wundersam, dass man sich schon wundern muss. Also wir sehen, dass die tatsächliche Lage des Konsumenten wahrscheinlich schwächer ist. Und wenn dann die Kapitalmarktzinsen steigen, Geld wieder teurer wird, dann ist das eben nicht positiv. Aktienmärkte, Chinas überhitzter Aktienrally droht Rückschlag. Hier nochmal Informationen, was passiert, wie es passiert ist und was zu erwarten ist. Gerne weiterempfehlen diesen Artikel. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Der Robert, der steht vor schweren Zeiten. Industrieabsturz, BIP-Abstufung, ThyssenKrupp droht jetzt praktisch das Projekt grünen Stahl aufzugeben und damit eines dieser Habeck'schen Luftschlösser letztendlich wieder platzen zu lassen. Hier nochmal für alle, die genau wissen wollen, wie großartig die Dinge derzeit laufen und wie so Lieblingsleuchtturmprojekte jetzt so gnadenlos untergehen. Hier weitere Informationen dazu auch gerne teilen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.